Hallo und willkommen auf buckelpc.ch. Heute zeige ich euch ein Unboxing zum Lumia 650. Das Gerät wurde gestern ausgeliefert. Und ich möchte euch gerne mal einen ersten Eindruck zeigen und was alles in der Verpackung mit bei ist. Verpackung ist wie gewohnt immer schlicht. So wie man es kennt. So, das Gerät wurde natürlich schon vorab ausgepackt. Dort befindet sich drinne neben dem Gerät auch ein Akku, die Bedienungsanleitung und die Produkt- und Sicherheitshinweise. So, das kannst du jetzt nochmal hier öffnen. Befindet sich natürlich auch sauber eingepackt das Ladekabel ohne USB-Anschluss. Das ist ein ganz schlichtes. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Gerät. Sieht so aus. Wir haben hier die schwarze Version. Ich zoome mal kurz ein bisschen rein. So. Wenn man das Gerät zum ersten Mal in der Hand hält, merkt man sofort, wie leicht es ist. Also es ist echt sehr, sehr leicht. Für meinen Geschmack etwas zu leicht. Der Metallrahmen ist super. Sieht auch echt dünn aus. Echt schick, wie man sieht. Verarbeitung ist top. Ich zoome mal ein bisschen mehr rein. Da könnt ihr ein bisschen mehr Details sehen. Hoffe ich. So. Also wie man hier sieht, Buttons, die sind wohl nicht aus Metall. Aber trotzdem sehr gut. 3,5 Klinkenstecker. Mikrofon. Auf der Seite haben wir gar nichts. Und unten haben wir einen Micro-USB-Anschluss. Das Display ist ein Super, also ein AMOLED. Nicht Super AMOLED, Entschuldigung. Guck mal kurz die Daten nochmal. Ein Snapdragon 212 Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz Taktung. 1 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Flash-Speicher und 5 Zoll OLED-Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Natürlich auch die Clear Black-Technologie. Display ist super, auch ultra schön scharf und schöne Farben. Hab die Farben jetzt ein bisschen nachgesättigt, damit das noch ein bisschen lebendiger aussieht. Hinten finde ich sehr schön das Microsoft-Logo. Das wirkt sehr edel mit der Kamera. Leider muss ich sagen, dass die Verarbeitung des hinteren Covers ein bisschen ja, den 59er ähnelt. Also echt dünnes Material. Wenn man jetzt hier drauf haut, hört man das vielleicht. Ich versuche es mal kurz mal aufzumachen für euch. So sieht das von innen aus. Speicherkarte könnt ihr natürlich reinsetzen. Und das Cover, das ist sehr dünn. Also wer es edler möchte oder stabiler, sollte dann vielleicht die Moso Cover zugreifen, die dann bald erscheinen für das Gerät. Ansonsten bin ich von der Verarbeitung sehr, sehr zufrieden. Machen wir mal kurz hier wieder zu alles. So, haben wir jetzt alles? Denken wir schon. So, Verarbeitung bin ich zufrieden, wie gesagt. Und macht einen super Eindruck. Hab gestern auch mal die Kamera getestet. Im Vergleich zum 29er. Alle, die das 29er noch haben und vielleicht ein neues jetzt haben möchten, können ruhig hier zugreifen. Also ich habe jetzt auch Apps getestet und das Gerät ist etwas schneller als das 29er. Und die Kamera hat mich auch überrascht. Die hat jetzt bei Lowlight-Bildern auch im dunklen Zimmer halt ein besseres Ergebnis geliefert. Ansonsten ist hier die Version 2.9 installiert. Ich guck mal eben. So.
So, ups, ein bisschen schwer zu schreiben, wenn man hier gerade die Kamera vor sich hat. Was haben wir denn hier? Ich guck mal eben. Ja. Ach nee. Gestern war es noch die 2.9. Jetzt haben wir hier die 1.07 Version drauf, die Betriebssystembild. Scheint also, als hätte sie gestern Nacht ein Update bekommen, das Gerät. Das ist schon mal super. Haben wir jetzt also hier die aktuelle Version drauf, die auch in der Insider-Version läuft. Und ja, das war's erstmal. Einen ausführlichen Test wird dann die Tage erscheinen. Und ich mache euch gleich noch einen Videovergleich mit dem Lumia 1520 und 830. Nur damit man mal kurz sieht, wie die Geschwindigkeit der Apps ist. Das war's von mir. Gebt dem Video einen Daumen hoch und auf Wiedersehen.